Moin Leute, Kollas hier. Ich bin gerade ein bisschen happy. Bei BattleBit hier. Es gibt die MK14 EWR und die scheint genauso zu sein wie in Arma 3, wo ich sie in KOTH gerne mal gespielt habe. Quasi eine DMR mit Full-Auto-Modus. Das heißt, wenn ich irgendwann mal die Attachment zusammen habe, für eine Kentezeit und einen vernünftigen Griff, um den Recoil zu reduzieren, könnte das eine sehr, sehr geile Waffe werden. Sind jetzt hier gerade bei Conquest und River. Ist nicht mein Favorite. Also bei Weitem nicht mein Favorite. Ach, scheiße. Da habe ich nicht viel weit genug vorgehalten. Der ist zu schnell gewesen. Also River, Knight und so eine Konstellation ist dann halt ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Aber vielleicht können wir uns ja hier ein paar Kills rausklamüsern. Ne, das ist ein Gegner, ne? Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Er ist mir gefolgt. Okay, und der andere ist dämlich. Dammit. Und der ist auch rein. Okay. Ja, immerhin habe ich 3-1 gemacht. Ist okay. Kann ich mitleben. Schade, wenn da nur einer hinterher, also ein oder zwei hinterher gekommen wären, wäre halb so wild gewesen. So ist halt ein bisschen bitter. Ist das die gleiche? Nee, ne? Nee, das ist eine andere Halle. Ich könnte zwar Night Vision aufmachen, das Problem, was ich dann aber habe, ist, ich kann meinen Scope nicht mehr nutzen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Deshalb mache ich es nicht. Oh fuck. Er hat's gecheckt. Aber die nicht. Got you. Player. Oh, schön. Ich dachte, der hätte es komplett gecheckt mit den Minen, aber die letzte hat er doch nicht gesehen. Oh. Traumhaft. Aber das ändert gerade nichts daran, dass ich gerade mit der MK14 gerade noch nichts hinkriege, weil ich einfach kein fucking Iron Sight habe. Beziehungsweise, wait, kann ich nicht einfach. Ja. Never mind. Ich hab ein Iron Sight. Was ich auch mit Night Vision nutzen kann. Sehr gut. Also gut, ist relativ logisch, dass man das mit Night Vision nutzen kann, aber. Ist halt dennoch so besser. Leute. Achso. Ah. Okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Raketenwerfer kannst du nicht nutzen mit Night Vision. Da muss man sich dann nochmal dran gewöhnen. Okay. Da ist noch einer in eine Mine rein. Apropos Mine. Sind wir wieder arschig unterwegs, packen die schön in die Ecken rein. Oh, wait. Okay, der ist dort.
Kommt da einer hinter mir her? Also, Nacht ist eigentlich gar nicht so schlimm hier in dem Game. Aber, man muss sich schon ziemlich dran gewöhnen, weil manche Effekte, gerade mit Night Vision, sind einfach so krass anders vom Kontrast her. Da muss man schon ziemlich aufpassen. Und die Flares, die sind halt richtig räudig. Oh. Gut, wie sieht's denn gerade aus? Wir haben A, B, C und also B und C gerade schwierig, zumindest umkämpft. Das heißt, wir gehen mal Richtung B und gucken mal, ob wir da was regeln können. Boah, das gefällt mir jetzt gar nicht daher, ne? Schön hier über auf eine Ecke. Ich meine, es ist zum Glück Nacht und am Regnen. Da ist das ein bisschen angenehmer mit. Aber halt auch nicht ultra viel. Boah, Alter. Man kann sich da nicht richtig bewegen. Hier mache ich Night Vision eher gerade ab. Nee, ich wusste nicht, aber ich habe damit gerechnet, dass da wer herkommt. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Leute. Sprinten, nachladen, kurz in den Cover bleiben. Weiter. Okay, da war noch was hinter mir. Schade. Gut, hier werde ich nicht revived. Jetzt haben wir ihn freigeschaltet. Ein Cobra. Aber ehrlicherweise kann ich hier, kann ich auch noch kein Topside drauf machen. Kann ich das Cobra in der Nacht überhaupt benutzen? Könnt ihr mich spawnen lassen? Da so? Ja, kann man. Oder? Ja, kann man. Ich meine, actually, das Iron Sight ist not bad. Wenn man trifft. Wenn man treffen würde, hätte das schon Vorteile. Thanks, mate. Okay, da sind alle oben drauf. Level 61, yay! Oh ne.
komm, 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 nicht verbluten. Oh, danke. Ich möchte auch mal ein bisschen länger leben, Alter. Deshalb laufe ich hier über offene Straße. Ich habe noch keinen Silencer drauf, ich bin quasi noch nicht unsichtbar. Kommt mal. Verteilen wir mal hier ein bisschen Stuff. Ist super risky und sollte man nicht machen, was ich hier gerade mache. Also sprinten und gegen Front ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir Böses entgegenkommt, ist ja leider relativ hoch. Okay, das war ein Mate. Boah, die Kontraste, die sacken aber gerade schon ziemlich hart, ne? Das ist alles eher so grünlich. Und das, die Blutflecken am Rand machen es nicht besser. Ich dachte gerade, der wäre was Böses. Okay, wir haben aber B zurück, das ist gut. Boah, Alter. Jo, läuft gut. Da hängen sicher wieder Leute oben drauf, ne? Aber da habe ich gerade nichts Passendes für. Thanks. Wo kam er denn her? Revived er mich oder eher nicht so? Wahrscheinlich eher nicht so. Ich will nicht in die Flash gucken, danke. Okay. Das wird nix. Barrel. Was haben wir denn hier? Oh, nehmen wir erstmal Basic. Suppressor will ich relativ zeitnah haben. Sind meine Mates am Laggen oder bin ich am Laggen? Also wenn die mitgekriegt wurden, dass sie herfahren, dann sind wir gleich alle tot. Oh Mann. Man sollte nicht frontal darauf rennen. Also vor allen Dingen nicht mit meiner Waffe, aber... Yep, da war eine Claymore. Richtig kacke, ey. Laufe ich volle Kanne in die Claymore rein. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Striche da überhaupt da waren. Leute, das ist ganz schön risky, wenn man das Ding nicht wegmacht, ne?
Oh, shit. Den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich nicht. Aber den habe ich. Es war okay. Fahrzeug gesprengt, paar Kills, einen in die Mine reingebetet anscheinend. Einen noch gepistelt. Na, eigentlich sollte ich die, ich habe... Fuck! Werde ich aber revived, oder? Ja, oh, könnte gut gehen. Thanks. Da... Oh, nee. What? Da habe ich mich gerade zu sehr aufs Night Vision konzentriert und habe den Gegner an der Seite nicht gesehen. What? Natürlich kommt in dem Moment auch einer daher. Anstrengend. Unser Squad ist aber auch gerade das einzige da, ne? Und er ist gleich tot wahrscheinlich. Noch lebt er. Komm, Chicken. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt lass uns dann noch spawnen und dann ist alles zu dir. Er überlebt echt lange, ne? Aber wir kommen einfach noch nicht rein. Okay. Aber hat er nicht schlecht gemacht, muss man ihm lassen. Chicken ist Premium. Ich mache erstmal Night Vision an. Weil wegen Infanterie und so. Und dann auf lange Sicht muss ich dann... Das ist übrigens auch eine Sache, die sollte man nicht vernachlässigen, wenn man nicht darauf achtet, ob da schon eine Mine liegt oder ähnliches und man selber dann eine place, dann triggern die Minen sich gegenseitig und du sprengst dich quasi selber. Schwierig. Da will ich nicht runterjumpen, ehrlicherweise. Da habe ich mich echt selber gesprengt, so eine Kacke. 16-8 stehen war das. Okayisch, aber... Könnte halt auch besser sein. Ja, wobei, nee, das ist nicht okayisch. Das ist eine 2-0er-KD, das ist, nee. Aber ich bin auch viel zu oft dumm gestorben. Da liegt er wer. Ihr werdet wenigstens revived, hoffe ich. Thanks.
Okay. Habt ihr gerade nur gecovert, dass sie in Ruhe reviven können? Ich könnte echt mal wieder ein paar Kills vertragen, ne? Na, wer hat denn das Tactical Flashlight angemacht? Nee. So, jetzt nur mal hoffen, dass hier jetzt nicht einer um die Ecke kommt. Oder um diese Ecken. Immer alles reviven, was zu reviven geht. Das ist super wichtig fürs gesamte Team. Ja, komm. Sehr gut. Da sind die Flares wieder am Start. Oh, nice. Auf die Range mit dem fucking Cobra. Bei Nacht. Die kamen von hinten. Oh, aber wenigstens ist da noch einer schön in die Mine rein. Die Frage ist, werde ich hier revived? Ah, maybe. Thanks, mate. Okay, also da kam Böses im Busch her. Ich würde gerne hier noch drauf und hier noch drauf. Ausnahmsweise mal gute Position. Ist da einer gestorben von denen? Nee. Ich aber beim Check. Aber werd revived. Thanks. Nachladen direkt. Oh ne. Nope. Das ist drei Waffen gegen eine Waffe. Das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Denn auch mit dreimal Headshot wird das nicht funktionieren. Ist ja keiner mehr. Ist hier echt keiner mehr? Der lebt nicht mehr. Von wo? Ach, der kam gerade den Aufgang hoch, oder was? Dammit. Okay, aber gewonnen. 709 zu 0 und mit 19,8 geendet. Ist okay. Ist okay, kann man lassen. Aber Night by River ist halt trotzdem nicht so meins. Ist halt an sich eine relativ coole Map, aber eher tagsüber. Ansonsten schönen Tag euch noch. Bis denn.